Moin moin liebe Leute, geiler Tag heute. Es ist zwar eisekalt hier bei uns im Norden, aber es wird langsam klarer, sonniger und nicht mehr so verregnet. Wir haben den ganzen Winter über gefühlt hier nur Regen gehabt und das geht mir langsam auf den Sack. Es geht richtig auf die Stimme und zieht einen runter. Ja, ich möchte euch heute mal mein EDC zeigen. Mein Everyday Change, nicht Everyday Carry, Everyday Change. So, weil jeden Tag ist ja irgendwie, ihr kennt das ja, wir Gear Junkies, wir haben ja immer irgendwelchen Mist dabei. Und du hast ja auch viel zu viel. Wenn ich zum Beispiel wenig Besitz hätte und ich will irgendwie, dann wäre mein EDC auch ein Everyday Carry, weil ich jedes Mal den gleichen Krempel mit habe. Habe ich aber gar nicht. Das ist ja immer unterschiedlich. Man hat ja viel zu viel Sachen. Und von daher wechselt das immer. Jeden Tag oder dann laufe ich ein paar Tage mit dem gleichen Zeug rum und dann probiere ich wieder neue Sachen aus. Was aber natürlich auch in der Natur der Dinge liegt, weil ich ja hier einen YouTube-Kanal befeuern muss und euch Neuigkeiten zeigen muss. So gibt es für mich gar kein EDC, ein Everyday Carry. Also ich habe immer Everyday Change. Ja, und ich fange jetzt mal an. Puh, da ist es. Prototyp Sprints von Yas. Ein neues Taschenmesser, G10 mit orangen Linern. Drahtclip umschraubbar auf beide Seiten. Könnt ihr hin und her drehen, wie ihr das möchtet. Mittelspitze, schöne spitze Klinge, so fast schon ein bisschen Sheepfoot-artig. Ich bin ja nicht so ein Sheepfoot-Fan. Aber es geht gerade noch so, dieses nach unten. Es ist sehr viel Klinge in sehr gutem Griff mit 3D-Kontur. Seht ihr das? Richtig geil. Liegt top in der Hand, das Ding. Und da kommt richtig was Geiles auf euch zu. Das ist der Prototyp Sprints. Der kommt bald bei Yas. Und ich habe die große Ehre und darf vorweg das Ding testen, ausprobieren und so weiter. Sitzt sehr gut, das Teil. Also wirklich fein. Hier schön mit Bronzewaschern gelagert, nicht so ein Spielkram, ein einfaches Männermesser, nicht so ein Tischfummlermesser. Sorry an die Tischfummler, nehmt das nicht persönlich. So, was habe ich noch mit? Taschenlampe benutze ich im Moment viel, weil zum Austesten habe ich hier die Clarus XT21. Das ist die, ich merke mir das nicht mehr, XT21 X Pro, Mensch, aber die XT21, das ist richtig ein Thrower mit, die hat einen großen 2170 Rundakku mit 5000 mAh, das Ding schubst richtig, Clarus, gute Verarbeitung, muss man ganz klar sagen, und wir dürfen nicht ganz, also man muss das eben richtig sehen, die hier hat 4400 Lumen und das kommt eben auch durch den großen Reflektor. Das ist nicht so eine kleine Lampe. Guckt euch das an. Das ist schon ein bisschen was Amtlicheres. Gute Qualität. Was ich cool finde, die vereinen zumindest schnelle Funktion. Also du kannst einfach hier an mit einem Tailcap. Du kannst sie auch super gut mit einem Palm mit der Waffe bedienen. Also seht ihr, du kriegst sie so an mit der Maus. Und jetzt hast du aber noch was ganz Cooles. Die haben jetzt hier eine Wippe. Das habe ich auch bei Phoenix schon gesehen, dass du einen Zweittaster hier hast und dann einfach hier Strobe. Und hältst du länger, bleibt der Strobe an. Einmal klicken, aus. Finde ich voll cool. Die gesamten Lampen, es ist wirklich egal, Leute, was ihr euch da inzwischen kauft. Der gesamte Krempel ist einfach auf höchster Ebene verarbeitet. Da gibt es keine Ausreißer mehr. Ich habe mir das auf der Messe angeguckt. Ich war gerade auf der IWA in Nürnberg. Und alle Lampenhersteller, die da was machen und auf sich halten. Also es ist alles verdammt geile Verarbeitungsqualität. Und es ist jetzt einfach nur noch Bedienung. Und für mich ist Bedienung im Vordergrund. Das muss funktionieren. Und das muss auch, kennt ihr das? Ihr habt verschiedene Lampen. Und das muss funktionieren. Wenn du jetzt zum Beispiel mal
im Sommer. Im Sommer benutze ich eher weniger die Lampen. Im Moment bei uns hier, es ist arschdunkel. Im Zuge der Habeckisierung Deutschlands wird ja hier alles abgeschaltet. Und bei uns im Ort, wir haben einen kleinen Ort hier, es ist dunkel wie im Bärenarsch ab 11 Uhr. Du siehst nichts mehr. Und du hast, also ich habe jetzt inzwischen mir angewöhnt, ich habe jetzt immer eine dicke Lampe dabei, weil mal eben Holz holen hier aus unserem Holzlager und so weiter, das ist wirklich, da brauchst du Licht und deswegen habe ich immer eine Lampe mit. Und ja, was ich cool finde, eben, du kannst hier aber auch nochmal eben hier rüber einschalten, geht auch. Und kannst durch die Modi switchen, also einfach so zack, zack, zack durch. Und du kannst sie einfach hier dann auch ausschalten. Zack, gedrückt halten. Na, so, aus. Geh jetzt aus. Nein, ich habe den eingedrückt. So, das ist manchmal ein bisschen verwirrend. Also, immer noch das Thema schnelle Bedienbarkeit. Für mich ist der wichtigste ist der hier, dass ich zack, Licht an und dann Volldampf. Das ist mir wichtig. Und hier haben wir noch einen Strobe. Das ist auch wichtig für eine taktische Lampe, dass du unmissverständlich zack, Strobe machen kannst, wenn man das haben wollen würde. Also hier im Dunkeln brauche ich eigentlich nur immer Telcap Licht und das ist für mich wichtig. Hier diese ganzen anderen Schaltereien, da bin ich nicht so ein Fan von, aber die hat richtig schweinehell ist die. Das ist ein richtig cooles Teil und da kriegst du dann hier noch, so kannst du die am Gürtel mit so einem Dings tragen, hier mit so einer Tasche. Also die Clarus finde ich ganz geil. XT21 mache ich auch wieder einen Link rein. Was habe ich heute noch an der Frau? Seht hier das schöne Stück an, Laco. Laco Atacama 2. Da habe ich mich fraternisiert mit meinem lieben Kumpel Rani. Der hat die nämlich auch. Fand ich so geil. Musste ich haben. Ich mache euch einen Link mal eben rein für diese Uhr bei Tools for Gents. Die haben die auf ihrer Website. Da habe ich die auch her. Das ist richtig geil. Hier mit Glasbuden. Ne? ETA-Werk drinne, Laco, Schwungrad, so weiter, alles drauf. Und das Coole ist, du hast hier die Krone auf der 12. Das ist besonders. Und hier habt ihr so Kippwinkel dran. Ja, Gummiband muss man mögen. Also ich finde, also Gummibänder sind auch zum Teil mal unbequem. Also diese Taucherstraps, die sind immer so ein bisschen... Na, so ein bisschen störrisch sind sie schon, ne? Also, das sind NATO-Bänder einfacher, aber hier könnt ihr auch ganz einfach ein NATO-Band dran machen. Also, die Atacama hat eine coole Lünette hier. Das ist, und die ist ziemlich gut ablesbar. Für mich ist Ablesbarkeit einfach ein Punkt und finde ich voll cool, das Teil. Also, ich habe sie sehr gerne. Meine Atacama ist ein schönes Teil und ja, Laco ist auch so ein Traditionsunternehmen und soweit ich weiß, ist das auch die Einsatzuhr für viele Einheiten in der Bundeswehr, die Laco Atacama. Das ist einfach ein cooles Teil und die sieht aus wie so ein UFO. Cool. Ja, messermäßig trage ich gerne im Moment, das ist fast ständig bei mir, weil ich es einfach, ich habe lange darauf gewartet und jetzt, ich habe aus Amiland mein Randall bekommen und das ist im Moment immer mit dabei. Ich habe wieder ein schönes Randall Trapper 6 Zoll Stainless. Randall ist, ich mag diese Messer, ist Tradition. Jetzt werden wieder welche sagen, hey, wie meint ihr denn, du hast da immer, das muss hier vorne nah dran sein. Das ist ein Randall, da ist mir das scheißegal, weil das ein Randall ist. Versteht ihr? Randall, muss man verstehen. Hier mit Linkshänderscheide, das Messer ist richtig geil. Hier Hirschhorn, Leder, Buttcap ist Alu bei dem Ding. Und ihr habt hier vorne Neusilber als Guard. Und die schneiden wie Hulle, die Scheißdinger. Die haben nämlich so ein... Also Randall hat es echt drauf, die sind super hart gehärtet. Ist irgendwie 440C nur, aber geschmiedet und... Die halten, ich weiß nicht, was die damit machen. Die sind bei denen so schnitthaltig, die Teile. Es ist obercool. Ja, finde ich auf jeden Fall sehr geil. Und das
wollte ich euch noch mal eben zeigen. Randall, guckt euch mal auf der Webseite, könnt euch mal einlesen. Randall ist auch so eine Art Messer, wo ihr wirklich kein Geld mit verbrennt. Ihr könnt euch die kaufen und in ein paar Jahren verkauft ihr die Dinger und dann sind die Teile, also definitiv verliert ihr da keinen Wert. Und das Schöne an diesen Messern ist, man kann sie ruhig benutzen und man kann sie hinterher mal wieder ein bisschen auffrischen und dann kann man sie wieder abtreten. Wenn man denn meint, man müsste sie loswerden, findet man immer einen dankbaren Käufer. Und guckt euch das an, das Randall Trapper 6 Zoll hier, das ist einfach eine Augenweide. Schreibt mal in den Kommis rein, was haltet ihr von den Randall Messern? Sauteuer, wirklich sauteuer, aber wie soll ich das sagen? Wenn ich mir ein Re-Knife irgendwas kaufe mit einem Kugellagerfolder, bin ich bei ganz vielen inzwischen schon bei 300 Euro. Und wenn ich dann sehe, dass diese Messer, so, die werden ja inflationär verkauft in Hunderttausenden Chargen und dann kriegt ihr so ein Messer und sagen wir mal so, nach ein paar Wochen oder nach 2 Jahren wollt ihr das verkaufen. Kauft euch kein Schwein ab und wenn, kriegt ihr mal gerade 120 Euro dafür. Und das passiert euch mit so einem Randall garantiert nicht. Ich habe einige Randalls und ich werde meine Randall-Sammlung werde ich demnächst mal für euch vorstellen. Ich warte mal wieder drauf, bis das Wetter ein bisschen schöner ist. Dann machen wir das schön bei uns auf der Terrasse in Ruhe. Dann kann man das schön euch zeigen, weil das ist noch ein Thema, Randall, was mir am Herzen liegt. Seit Jahren, meinen ersten Trapper habe ich um 2000, also irgendwann so gerade Jahrtausendwende, habe ich mir den ersten Trapper gekauft. Und ja, hier jetzt wieder, ich habe mehrere Trapper und das sind ganz, ganz tolle Messer und auch wirklich, ja, da kommt schon ein bisschen Geld zusammen mit Zoll und allem, was man da bezahlen muss für diese Messer, ist man schon einiges an Geld los, aber das ist werterhalten. Als nächstes habe ich mir noch was besorgt, was ich als EDC sehe, weil ich habe ja sonst, ich hole das meinem her, schleppe ich ja immer mein Stein mit. Das ist hier das Ulefone Amor 18T. Das ist so ein hammergeiles Handy. Das kann richtig viel mit Mikroskop, mit Endoskop, mit allem gelöt. Thermalkamera. Mikrowelle fehlt nur noch. Ne? Aber das Ding ist echt geil. 10.000 mAh. Aber ich habe mir jetzt hier noch eins besorgt für Outdoor. Ein Handy, was kleiner ist, wo es ich mitnehmen kann. Und wisst ihr, warum ich dieses Jahr, das ist ein Uniherz Atom XL. 6 GB RAM, 128 GB interner Speicher, erweiterbar, diesen ganzen Kletterradat, Standardkram. Aber eine Nummer kleiner wie ein normales Handy, aber als Rough-Telefon, also als Rough-Handy, als Outdoor-Handy. Und das kann so ziemlich allen Sheet, was man so braucht, das Ding. Aber jetzt kommt der Hammer, das hat nämlich noch ein integriertes Funkgerät. Das heißt, wenn du unterwegs bist draußen, könntest du dich mit einem anderen auf die Kanäle kannst du hier hin und her switchen und kannst dann einfach mal wegen in Schweden funken, wenn wir auf Jagd sind. Finde ich sau cool. Also ein richtig geiles Teil und das kann man sich auch so als Backup, würde ich mal sagen, gut als Allround- und Nottelefon fürs Bug-Out-Back oder so, wer sowas macht und sich dafür interessiert, dann kann ich nur empfehlen, guckt euch mal das Atom XL von Uniherz an. Witziges Teil, ne? Akku ist ausreichend groß, 4400 mAh für dieses kleine Ding ausreichend und sonst, es ist nichts. Die Kamera ist eine normale Kamera, das macht Fotos. Das ist jetzt nicht das High-End-Zeug, aber du hast ein Telefon dabei, was recht stabil ist, wasserdicht, IP68, also das ist Militärstandard, ist das auch zertifiziert, das Ding. Also ich finde das richtig cool. Kennt ihr Uniherz? Habt ihr das schon mal gesehen? Ich kannte das wirklich nur so durch Zufall habe ich das im Internet entdeckt. Und ich habe übrigens von Uniherz, und das ist nochmal eben, die habe ich dann nochmal angeschrieben fürs Jamboree. Das stelle ich euch aber nochmal vor. Ein Handy gesponsert bekommen, was ich weiterleite als Preis
auf dem Jamboree. Das kann man dann gewinnen, wenn man, wir machen da Challenges und das wird richtig cool. Ich freue mich auf die Sache ganz doll und ja, auf jeden Fall Uniherz Atom XL. Guckt euch das mal an. Cooles Teil. So, das war mein EDC und dieses Ding habe ich oft dabei im Moment, so für unterwegs sein, mal eben schnell Karte umgesteckt, fertig, bumm, habe ich das dabei. Telefonieren geht damit super. Ich bin noch ein Mensch, der sehr viel telefoniert. Also ich benutze ein Mobiltelefon auch als Telefon. Das ist ja heute nicht mehr in. Mir ist aufgefallen, dass ganz viele Leute nicht mehr an Telefon, ans Telefon rangehen. Das ist auch so eine komische Geschichte geworden. Ich danke euch fürs Schauen, liebe Leute. Ich habe übrigens dieses Video nochmal, das ist das zweite Mal, dass ich das mache, weil meine GoPro bei meiner Wanderung abgekackt ist. Ich mache euch aber noch mal ein paar schöne Aufnahmen von meiner Wanderung, meiner Hunderunde rein, wo ich das erste Mal dieses Video gemacht habe. Und da sind so sehr schöne Aufnahmen mit bei. Aber dann, als ich die Besprechung gemacht habe, ist die wieder eingebrochen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Also ich bin ziemlich genervt von der GoPro. So schön das Ding ist und wie toll das funktioniert, aber sobald es kalt wird, kackt meine regelmäßig ab. So, und das war's auch. Achso, gib mal ein paar Tipps. Also, ich habe das ja schon mal gesagt, aber ich habe eine schnelle Speicherkarte drin, eine Extreme Ultra Pro, sonst was. Akkus, ja. Ich glaube, dass die Akkus sind scheiße oder ich muss mir nochmal neue Akkus holen. Oder ist es dann die ganze Kamera, die scheiße ist? Weil ich will dann eigentlich keine neuen Akkus kaufen, die ja auch nicht billig sind. Und wenn die Kamera sowieso die Macke hat und nicht die abkackt wegen der Kälte. Wie sind da eure Erfahrungen? So, seht zu, bis dann. Tschüss. Herrlich heute hier. Guckt euch mal an. Da hinten steht ein Sprungreh, ein Wintersprung. Und ich muss Bodo, den alten Wicht hier, mal eben kurz an die Leine nehmen, damit der nicht wieder durchspurtet.